Ursula! Oh, nochmal die Truhe. Ursula! Achso, kann ich vielleicht... Mit der ich kann auch noch mit der Stange nicht die Truhe aufmachen. Geh nochmal in den Kerker. Vielleicht ist da ja noch was, was ich übersehen habe. Da ist eine Fackel. Foltergerät, Ketten. Die Fackel? Rede mit dem Troll. Betrachte es noch. Hallo, Fee. Ich kann dich hören. Ach gut. Anscheinend hast du das andere Ende des Lichtschachts gefunden. Okay, kann ich mit Ivo reden? Das macht er ja nicht. Schau mal, ob ich irgendwas machen kann. Nein. Vielleicht kann mir Cheep Cheep helfen. Ach gut. Kann ich mit Ivo reden? Hallo, Fee. Gibt's was Neues? Weiß ich nicht. Ich kann dich nicht verstehen. Tja, wenn du das sagst. Wie kann Nate dich nur verstehen? Oder tut er nur so? Du hast einen Plan? Du möchtest etwas essen? Nein. Dir ist kalt? Nein. Timmy ist in den Brunnen gefallen? Auch nicht. Das wird so nichts. Sicher. Ach, da kommst du jetzt ran. Na klar, jetzt wo du es sagst.
Okay, dann basteln wir uns halt unsere eigene Fackel. Jetzt brauchen wir Schmiere. Halt. Ich glaube, dann weiß ich nämlich, was ich machen muss. So, dann hier runter. Dann nehmen wir das Ding und zünden es an. Ich mag das Vieh. Oh. Da wusste ich doch nicht, was ich mache. Dann können wir den Schlüssel mitnehmen. So, dann können wir das abschließen. Danke, endlich. Das war ja auch immer so. Das wäre geschafft. Jetzt musst du die ganze Arbeit auch nicht mehr allein machen. Okay, gut. Ich gebe dir das Gummihuhn. Oh. Danke. So eins wollte ich schon immer mal haben. Und dann kriegst du noch das Bild? Danke. Und dann gehen wir mal mit ihr los. Ich kann mich glücklich schätzen, dass der kleine Dicke hinter Wilbur und Nate hier ist. Auch unter der Folter könnte ich nichts zu ihrem Aufenthaltsort sagen. Ich hoffe, Nate geht es gut. Es wäre schade, wenn er mir beschädigt in die Hände fallen würde. Eine massive Holzkonstruktion. Mit dem richtigen Werkzeug, mehr Zeit und ein wenig Talent könnte ich daraus vielleicht einen Rambock bauen. Aha. Oder ein Katapult. Oder einen hübschen Tisch. Einen hübschen Tisch. Eine massive Holzkonstruktion. Oder ein Katapult. Oder... Was ist das? Ein seltsamer Holzkasten. In ihm hängt ein kleinerer Kasten aus Metall. Eine Telefonzelle. Die nehmen wir auch. Das gute Stück wird garantiert hilfreich sein. Schleppen wir einfach mal so mit uns rum. Ist ja, kostet ja nichts. Oh, mal Cheep Cheep. Das hier ist alles so gar nicht nach seinem Geschmack. Ich lass ihn lieber in Ruhe. Okay. Irgendetwas scheint in der Wand zu passieren. Aber so richtig helfen tut uns das gerade nicht. Das ist das Skelett eines... Ich fürchte, die eigene Unsterblichkeit führt zu Defiziten in der anatomischen Allgemeinbildung. Sagen wir, es war so etwas wie ein Halbling oder ein kleiner Mensch. Ein Halbling oder ein kleiner Mensch. In der Zelle liegt etwas. Es schnarcht. Hallo? Hallo? Nichts. Aber er hat auch schon beim Spektakel von Cheep Cheep und dem Vieh weitergeschlafen. Hey! Aua, was? Du? Aber was tust du? Das Artefakt ist es in Sicherheit. MacGuffin? Ihr lebt noch? Euer Widerstand bei den Verhören scheint nicht groß gewesen zu sein. Das Buch? Das Artefakt? Was ist damit? Ich habe das Buch aus eurem Keller geholt, aber ich habe den Erzmagier nicht angetroffen. Und? Und dann? Dann habe ich das Artefakt zusammen mit zwei Freunden sichergestellt. Ausgezeichnet. Dann war es wirklich im Tempel. Ja, war es. Und nun? Hat der Erzmagier das Artefakt erhalten und ihr seid nun hier, um mich zu befreien? Nicht so ganz. Nein.
Wir wurden von Munkus überrascht. Meine Freunde konnten mit dem Artefakt fliehen. Ich wurde gefangen genommen. Dann ist es noch immer nicht in Sicherheit? Vielleicht nicht. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen hier raus und das Artefakt zum Erzmagier bringen. Was ihr nicht sagt. Ihr seid ja ein gewiefter Taktiker. Irgendwie müssen wir euch aus diesem Loch holen. Warum sitzt ihr eigentlich jedes Mal in einem Käfig, wenn wir uns treffen? Könnt ihr euch nicht einmal selbst befreien? Mortroga persönlich hat das Schloss magisch versiegelt. Das kann man nicht mit einem Zahnstocher öffnen. Ihr sitzt also in eurer Zelle und lasst mich die Arbeit machen. Hole mich hier raus und ich kann dich unterstützen. Moralisch zumindest. Super. Ein magisch versiegeltes Schloss, was heißt das? Das Schloss ist also magisch versiegelt. Aber es muss sich doch trotzdem öffnen lassen. Natürlich, nur braucht man dazu den Zauberstab, der es versiegelt hat. Mortrogas Zauberstab? Ich befürchte ja. Dann lassen wir das Schloss einfach zu und konzentrieren uns auf die Stäbe. Viel Erfolg. Das sind Eisenstäbe, dick wie Trolldaumen. Okay, was habt ihr der Erzhexe alles erzählt? Was habt ihr Mortroga und ihrem Satansbraten erzählt? Ich brauchte ihnen kaum etwas zu erzählen. Sie wussten vom Artefakt. Ich habe ihnen vom Buch erzählt. Aber ich war mir sicher, dass du es schon längst sichergestellt hattest. Und sonst nichts? Und ich habe vom Ring erzählt. Ihr habt ihn von Wilbur erzählt? Ihr habt sie tatsächlich auf einen kleinen Gnom angesetzt? Mir blieb nichts übrig. Aber er hatte viele Stunden Vorsprung. Super. Und du sagst selbst, er hat es bis zum Erzmagier geschafft. Und dabei hat er mehr Mut gezeigt als ihr. Meine Begleiter sind durch ein Portal gegangen. Wohin könnte es geführt haben? Meine Begleiter Wilbur und Nate sind durch ein Portal entkommen. Kann man herausfinden, wohin dieses Portal sie geführt hat? Ein Portal? So etwas ist selten. Nur besonders mächtige Magier können ein Portal öffnen. Wilbur hatte ein Amulett. Als es auf dem Boden aufgeschlagen ist, hat sich das Portal geöffnet. Ungeheuerlich. Es gibt nur zwei Amulette, die so etwas vollbringen können. Das eine gehörte dem mächtigen dunklen Magier Balthasar. Aber es gilt als verschollen. Genau wie sein noch mächtigerer Bruder, das Telarion. Wenn es Balthasars Amulett war, wohin könnte es die beiden gebracht haben? Das kann ich nicht beantworten. Aber der Erzmagier wird es wissen. Super. Ein Grund mehr, bald mit ihm zu sprechen. Habt ihr eine Ahnung, wofür der rote Kasten dort gut ist? Dieser rote Holzkasten dort, wofür ist er wohl gut? Das habe ich mich auch schon gefragt. Er sieht sehr interessant aus. Rein wissenschaftlich natürlich. Natürlich. Er scheint hier nicht reinzupassen. Mortrogas Reich ist groß. Viele sind ihr lehenspflichtig. Oder vielleicht hat sie das Ding auf einem ihrer Raubzüge erbeutet. Wer weiß? Okay. Ich muss weiter. Sind sicher noch andere Gremlins aus Käfigen zu befreien. Aha. Eine recht enge Zelle mit einem mächtigen Gitter. Vermutlich für besonders gefährliche Gefangene. Eine recht enge Zelle. Okay, mehr scheint da nicht sein. Hier ist öffne das Sichtfenster. Bewegt sich kein Stück. Okay, aber... Wenn da nicht die sprichwörtliche Dummheit der Trolle wäre, würde ich es gar nicht erst ausprobieren. Halt! So, jetzt spannen wir das Gummihuhn hier dran.